Recht herzlich willkommen zur 115. Folge von Grand Age Medieval. Ja, der Michael hat mir geschrieben, ich sollte doch mal den Händlern noch ein paar Karren geben, damit die mehr transportieren können. Dann sind die vielleicht auch effektiver. Genauso könnte das sein. Jetzt ist nur die Frage, irgendwo müssen wir die erstmal bauen, ne? War das im Wirtshaus, wo man die bauen konnte? Glaube, Karren. Genau da. So, bestellen wir einen. Und stellen wir 2, 3, 4, 5. Und dann müssen wir mal gucken, wann der kommt, ne? Aber das können wir ja auch in anderen Ortschaften noch machen. Machen wir hier oben mal, da nicht vielleicht, vielleicht hier. Karren. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß zwar nicht, wer da gleich vorbeikommt, aber irgendwer muss dann mal was kriegen, ne? Machen wir hier auch so. Haben wir ein paar Händler mehr. Karren, ach so, sind wir schon. So, 5 Stück da auch bestellen. Ist gut. Wenn die dann fertig sind, dann müssen wir die noch zuweisen, ne? Ich hoffe, wir haben nicht irgendwo noch Karren stehen, die wir nicht zugewiesen haben, ne? Komm, hier unten. Passt auch, ne? 1600 kostet er. Jetzt haben wir hier 4er stehen. Gut, das ist klar. Freie Händler haben wir keinen. Ja, läuft. Wir müssen jetzt erst Geld machen. 30.000, 35.000. Okay. In Bursa, in Wojelki Presswap. Ja, und oben hier in Dingens haben wir noch gemacht. Ne? Oh Gott, ob ich das nachher alle wiederfinde mit den Händlern? Das ist eine gute Frage. Aber hier war der erste, glaube ich, den wir gemacht haben, ne? Kann man hier auf der Seite denn dann sehen, dass hier noch ein paar Karren rumstehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Produktion, nö. Handel, nö. Verbrauch, nö. Alle Städte, nö. Eigentlich in der Übersicht. Ach, da ist es. Karren in der Stadt, alles klar. Können wir also doch sehen. Gut. Ja. Da läuft's. Jetzt muss nur ein Händler da sein, dass wir dem den Karren auch zuweisen können. Da kommt doch schon der erste, ne? So. Jetzt kriegt er noch Karren organisieren. Achso, da geht plus. Und dann hat er schon alle gekriegt, oder was? Jetzt weiß ich aber nicht, wie viele Karren hat er. Sieht man ja wieder 5 Stück hier, oder was? Ausgleichen. Karren organisieren. Karren des Händlers. Karren in der Stadt 8. Karren des Händlers. Was war das jetzt? Versteht keiner, ne? Der ist doch jetzt hier in der Stadt, oder? Sehe ich das falsch? Oder ist er schon wieder unterwegs? Ach so, ich habe den Händler ausgewählt, dann geht der ja auch durch die Gegend, ne? Genau so ist es. Ja, dann Karren in der Stadt sind jetzt hier 5, ne? Jetzt muss man Händler kommen lassen, dann muss man den ganzen Spaß hier anhalten wahrscheinlich, wenn man dem das zuweisen kann, oder wie sehe ich das? So, jetzt hat er ein paar Karren mehr, oder? 600, hat er die jetzt wirklich oder hat er die nicht? Route ist aktiviert. Läuft der schon wieder? Keine Ahnung, weiß man nicht, ne? Ist ein bisschen komisch, aber ist so, ne? Hier sind keine Karren in der Stadt. Haben wir hier nicht welche aufgemacht? Ja, aber hier fehlen Rohstoffe oder was? Okay, dann nicht. Aber die kann man wohl auch machen, ohne dass die bezahlt werden sofort. Die werden erst dann bezahlt, wenn das Geld da ist, ne? So sieht's aus. Boah, 51 miese, ne? Haben wir hier auch welche aufgegeben? Nein, da war das nicht. Unten bei Bursa war das dann noch mit Karren, oder?
Hier sind 10 Wagen jetzt. Karren in der Stadt. Krass, oder? Da haben wir wohl was falsch gemacht letztes Mal. Jetzt müssen wir nur warten, bis ein Händler kommt. Der die dann mitnimmt, ne? Und da haben wir hier ordentlich miese. Jetzt kommt gerade kein Händler. Wir sind schon auf 3. Die ziehen gerade alle ab. Super. Läuft, ne? Da ist einer, der ist auch relativ schnell unterwegs. Hier wurde schon wieder ein Angriff gefahren. Da oben kommt ein Händler. Okay, jetzt ist der wieder unterwegs. Geht's nach Bursa, wo es die Wagen gibt, ne? Der hat jetzt 500 Ladung. Und starten. Jetzt hat er 1500 Zähne mehr. Okay, dann passt das ja. Ist er wieder auf der Reise? Ich glaube schon, ne? Das war jetzt er hier, ne? Ja, gut. Der kann jetzt schneller laufen. Ist die Frage, ob die dadurch auch mehr machen, ne? Das wissen wir nicht. Hier gibt's noch 2 Wagen. Die sollten wir vielleicht auch nochmal machen. Die haben wir dann wahrscheinlich irgendwann mal gebaut, kann das sein? Er hat schon 1600. Nimm alle mit. Bevor sie rumstehen, ne? So, da sind sie alle weg. Da sind keine. Hier nochmal gucken. Auch keine. Keine. Nicht, dass da irgendwo noch welche stehen, ne? Da ist auch nichts. Da ist nichts. Da ist nix. Da gibt's keine, aber die müssen auch gebaut werden. Erst noch. Hier gibt's 5 Stück. Warten wir da auf den Händler, ne? Frage, welcher da reinkommt. Der da gerade ausgewählt ist, hat 1800. Der hat 1500, also so schlecht sind unsere Helden gar nicht unterwegs mit Karren. Der Händler erreicht maximale Auslastung. Okay. Jetzt die Frage, wer hier in Wissner überhaupt vorbeikommt, ne? Der zum Beispiel nicht. Ich sehe gar keinen hier. Da ist er. Schnell. Wie, der hatte nur 100 Wagen? Das war ja ganz schlecht. Und dann ist kein Wunder, wenn er einer so miese macht, ne? Besim Karadzic war das wohl. Der hat auch nur 100. Hier können wir keine bauen, weil wir keinen Gasthof haben. Schade, ne? Aber warte mal, der Besim Karadzic, der läuft auch hier lang. Da müssen wir hier schnell noch ein paar Karren bauen. Okay. Machen wir 9 Stück für Besim Karadzic. Oder wenn es der auch ist, egal. So, der kommt da an und da kann man schon was machen, oder was? Nein, kann man nicht. Noch keiner fertig, ne? Nö. Jetzt ist er erstmal wieder weg. Auf der Strecke nach da hinten irgendwo hin. Da ist nichts los in dem Kaff. Und das ist auch nicht. Da ist auch nichts. Und was ist hier in Krakau? Da ist auch nichts. Also müssen wir warten, bis hier Wagen produziert sind. Einer ist ja schon mal da. Da können wir ihm dann gleich eine nächste Fuhre geben. Also bei der nächsten Fuhre was geben hier ihm hier, ne? Mirko Vukovic ist das jetzt. Ja, der ist voll ausgelastet. Läuft, ne? So kann er natürlich kein Geld verdienen mit 100 Einheiten, ne? ...7000 Gewinne macht er. So ein bisschen Ahnung hat er vom Handeln, sonst würde das nicht klappen so, ne? Ja,
Also muss er nur in die richtige Stadt. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Wo ist denn der? Ach so, da hinten ist ja auch noch eine mehr. Dann ist er auf dem Weg. Alles klar. So, da hat er schon wieder geladen. Und wie immer voll. Das ist schlecht. 250.000 da oben rechts. Wir hatten vorhin mal 50.000 Miese, ne? Also, da bringen die Wagen ja tatsächlich was. Schön, dass der Michael das noch erwähnt hat. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, ne? Obwohl gerade 12.000, 13.000, 14.000 ist gerade mies. Aber jetzt sieht man, dass da gerade knapp fast 100.000 erreicht wurden. Jetzt müssten in Wissnau auch ein paar Wagen mehr sein. Da kommt er ja jetzt hin, dann werden wir gleich alle ihm zuordnen. So, einer ist noch offen dann, ne? Kann das sein? Ja, einer wird noch produziert, der ist gleich fertig. So, dann müssen wir mal gucken, dass er hier... Ja, das sieht ja auch schon gleich besser aus, ne? Wenn unsere Händler dann richtig Handel treiben können, dann funktioniert es auch mit dem Geld, ne? Okay. Jetzt ist die Frage... Ich glaube, da können wir definitiv noch ein paar zulegen, ne? Machen wir noch 10 dazu. Ich glaube, da kommt noch ein zweiter Händler durch, ne? Oder wie war das? Schnell sind wir schon, ne? Unterwegs hier. Also mit dem, der läuft nur da oben lang, ne? Den kann man gar keine Wagen geben. Aber der hat 1500, da ist ja alles gut bei dem. Das war jetzt er hier? Ne, das ist nur ein anderer. Der hat nur 200 Wagen. Okay, da müssten wir mal hier reingucken, dass wir da noch ein paar organisieren. Karren. Da kommen nur 8 dazu, dann kann er die da nächstes Mal mitnehmen. Okay, was machen die Einheiten hier? Wildenmeister. Moral ist gut. Sie irgendwelche Haufen? Nein, ne? Ist gebongt. Ich glaube, wir gehen mal zu den Spießgesellen und gucken, ob wir die aufreiben können, weil die stören uns da ja auch, ne? Da werden wir immer eingegriffen, ne, oder? 600. Da ist niemand drin. Da gibt's auch keinen Karren. Ist da noch ein Karren? Auch nicht. Und dann geht's hier hoch noch nach Odessa und nirgendwo gibt's Karren. Dann bauen wir hier noch ein paar Karren. Aber hier geht's gar nicht. Ich wollte kein Gasthaus. Dann da. 4 Leute dazu. Oder 4 Karren. Hat er auch 1000, ne? So. Da ist ein Händler. Da sind die Spießgesellen. Und die haben wir nicht geschlagen bis jetzt. Oh, das ist auch schön, ne? Ja. Kaserne ist nicht. Hier ist auch keine Kaserne, das ist auch klar. Eine klare Klößchenbrühe. Aber hier geht was. Ich will da mal die beritten Einheit geben, ne? Ne, Speer will ich nicht. Kavallerie. Machen wir mal 3 Stück und dann gehen wir da mal die Spießgesellen aufreihen mit den 3, ne? Oder? Ja, die sind da. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir die Karren haben. Ich glaube, das war hier, genau, 6er. Der nicht. Oh, da kommt noch ein Händler.
Der kann die Karre nehmen. Ein weniger. 15 läuft. Da kommt noch einer. Na, denn seine Karren waren das bestimmt auch nicht. Jedenfalls hat er jetzt 8. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Hier gibt es noch 5 Wagen. Wer kommt da vorbei, ist die Frage. Der. Dann kriegt er auf jeden Fall da noch 5 Wagen dazu, ne? Damit er ein bisschen was hat. Jetzt geht er bestimmt hier unten als erstes lang, ne? Geschwindigkeitsstufe 3. Nein, er kommt erst hier lang. Das ist gut. Dann können wir ihm nämlich hier welche zuweisen. Da war gerade der Jingle fürs Dingens, wie heißt es, dass die Soldaten fertig sind. Und los geht die Reise. Hier sind jetzt keine mehr. Da sind nur 3 Wagen. Wer kriegt die? Gute Frage, ne? Noch eine Einheit? Wir haben nur 3 gemacht, oder? Okay, die sind da oben. Der läuft auch nicht hier lang. Hier sind nur 8 Karren. Und der ist gerade durch. Okay. Dann müssen wir halt gucken, dass wir das mit den Karren noch weiter forcieren, dass wir das hinkriegen. Ach, hier ist der Bautrupp, ne? Der kriegt die Straße nicht fertig, weil Baumaterialien fehlen. Auch schön, ne? Müssten wir wahrscheinlich hier was hinliefern. Naja, okay. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.